Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rizzo, Rizzo kocht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute Folge 9 und heute gibt es was ganz Besonderes. Wir haben mal einen besonderen Gast auch eingeladen, der jetzt endlich auch die Zeit gefunden hat, mit uns zusammen zu kochen. Die ganze Zeit konnte er immer nur auf Bildern sehen, in den Videos sehen, was so gemacht wird. Heute zu Gast Patrick Müller, im Prinzip der Geschäftsführer des Edeka-Marktes in Wilsdruff. Und was gibt es heute? Ich habe natürlich den Patrick gefragt, Patrick, was ist denn so dein Leibgericht? Hat er gesagt, weiß ich nicht, was machen wir? Der Patrick ist ein junger, engagierter Bursche, sage ich mal, ganz einfach, wenn ich das sagen darf. Und da habe ich gedacht, was passt besser als ein Burger? Also wir machen heute einen schönen Dry-Aged Beef Burger mit einem Brioche-Teig, eine Barbecue-Soße, einen Coleslaw-Salat dazu. Und genau, das wird es werden heute. Bleibt dran, bis gleich. Hier ist wieder der Rizzo und jetzt ist natürlich auch Patrick da, Patrick Müller, der Inhaber Edeka Wilsdruff. Ich sag mal, viele Kunden sehen den Patrick natürlich auch im Laden halt von A nach B und in den Regalen, also er ist wirklich auch definitiv immer mit am Band. Genau, Patrick, schön, dass du heute da bist, dass wir heute hier auf jeden Fall zusammen kochen werden, das ist mir eine Riesenehre. Ja, macht mir auch. Und ich habe auch den größten Respekt vor dem, was du machst. Wie du deinen Laden da, sag ich mal, auf jeden Fall so in Schuss hältst und natürlich auch so erfolgreich bist. Vor kurzem erst wieder eine Auszeichnung bekommen. Ja, genau. Da haben wir den Edeka, den sogenannten Edeka Cup gewonnen bei uns. Wir sind jetzt in unserer Kategorie, dort beste Edeka-Markt. Also unsere Kategorie ist Nordbayern, Sachsen, Thüringen. Also das komplette Sachsen, Thüringen und Nordbayern, so ab Nürnberg. Wir haben halt intern im Wettbewerb uns beworben und haben jetzt den Zuschlag bekommen. Haben uns natürlich mega drüber gefreut. Ist natürlich nicht bloß eine Auszeichnung für uns jetzt, für mich alleine als Markt, sondern auch für das komplette Team, weil da definitiv jeden Tag auch täglich die Leistung dahinter steckt. Und ja, jetzt haben wir uns national noch, also deutschlandweit auch noch beworben. Jetzt haben wir nochmal 7 Regionalgesellschaften. Da machen wir nochmal eine Runde mit und werden dann im November hoffentlich vielleicht sogar deutschlandweit der beste Edeka-Markt werden. Also hier Daumen hoch. Patrick, wie alt? Ich bin 29. Dann nehmt euch mal ein Beispiel. Gut, also... Dry Aged Beef von der Fleischerei Richter. Da kannst du bestimmt auch noch das ein oder andere kurz dazu sagen, oder? Genau. Also wir haben ja ein Dry Aged, wir haben das so gemacht, ich war letztes Jahr vor anderthalb Jahren mal bei der Fleischerei Richter, habe mich mal informiert, habe mir über das Steak und so weiter Infos eingeholt, haben eine Besichtigung gemacht mit Mitarbeitern. Wir haben uns dafür entschieden, dass Dry Aged direkt bei der Fleischerei Richter zu beziehen, weil die das dort direkt 4 Wochen am Stück, am Knochen, direkt im Kühlschrank reifen. Somit ist der Reifeprozess ungestört. Wir haben hier ein Fleischstück, das kommt aus dem Drehbacher Raum, also Erzgebirge, Regionalität, wieder ganz oberstes Gebot bei uns. Ist ein Fersenfleisch und die Rasse ist die Limousin-Rasse. Wir kriegen das nach 4 Wochen komplett fertig am Stück gereift bei uns in den Kühlschrank, direkt an der Bedientheke hinten und wollen das dann immer innerhalb von einer Woche verkaufen und danach gibt es wieder das neue Stück Fleisch. Also wenn ihr euch was Besonderes tun möchtet, dann Dry-Aged Beef, also wie gesagt, Fleisch nicht jeden Tag, das muss nicht jeden Tag sein, aber wenn ihr vielleicht einmal im Monat euch was Gutes tun wollt, dann kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Zur Zubereitung, viele haben natürlich auch die Angst, wenn ich mir jetzt so ein teures Stück Fleisch kaufe, wenn ich das jetzt zubereite, dass es vielleicht in die Hose geht und das wäre natürlich fatal. Deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie es definitiv gelingt. Wir machen das Niedertemperatur, mit einem Kerntemperaturfühler. Das heißt, wir werden bei 90 Grad das Fleisch vorgaren mit einer Kerntemperatur von 56 Grad und dann grillen wir es im Prinzip hier in auf unserer Grillplatte und dann nochmal an. Dann kommen die Röstaromen zustande und die landen dann direkt heute im Burger, ansonsten bei euch auf dem Teller. Genau? Okay, bleibt dran. Ansonsten den Coleslaw und die Barbecue-Soße werden wir noch zubereiten. Coleslaw, ich denke mal, das würde ich dir in die Hände geben. Gerne. Ist ja der amerikanische Klassiker, bestimmt schon mal gegessen. Sicherlich, oder? Ja. Und dazu habe ich jetzt hier da einen Weißkohl. Dann habe ich ein paar Karotten für dich. Dann habe ich dazu ein
brauchen wir Zitrone definitiv, wir brauchen Mayonnaise, wir brauchen Salz, Pfeffer, das habe ich hier, nehmen wir uns dann hier weg. Sehr schön. Und Pfeffer, da ist er. Und würde ich sagen, fangen wir einfach an, indem wir uns ein größeres Messer nehmen. Du weißt Bescheid, halbieren. Halbieren, genau. Vierteln, Strunk raus. Dann nehmen wir die äußeren Blätter bloß weg. Hm. Ja, und dann in feine Streifen schneiden. So, in der Zwischenzeit haben wir jetzt hier das Dry-Aged Beef. Wenn ihr mit dem Kerntemperaturfühler arbeitet, natürlich nicht bis ganz unten durchstecken, sondern ganz einfach wirklich bis in die Mitte des Fleisches. Ne? Dann schnappen wir uns hier unseren Ofen. So, jetzt werden wir hier natürlich nochmal das Fleisch auf Niedertemperatur garen. Bei dem Hersteller ist es wunderbar, da gibt es auch dieses Programm des Niedertemperaturgarens. Und hier möchte ich bitte bei, wir gehen mal 95 Grad mit einer Kerntemperatur von 56. Das ist so diese Kerntemperatur, wo unser Fleisch im Kern halt wirklich auch Medium ist. Na, da können wir uns drauf verlassen. So, im Prinzip wird der Ofen jetzt hier vorgeheizt und zu einer gewissen Zeit dürfen wir dann unser Gargut einschieben. Und das machen wir natürlich dann auch. Ne? Der heizt jetzt auf die vorgegebene Temperatur von 95 Grad halt vor. Okay, also Kai, wir warten das jetzt mit dem Strunk hier. Wie hast du da einen Tipp für mich? Dann machen wir einfach hier den Keilschnitt. Einfach den Strunk wegschneiden. Warum schneiden wir den weg? Weil der natürlich von der Konsistenz her derber ist wie unsere Blätter. Ja. Und deswegen schneiden wir den raus. Ah, okay, super, danke. Gut, in der Zwischenzeit werde ich mich mal um die Buns kümmern. Und zwar habe ich hier den Brioche-Teig vorbereitet. Das habe ich gestern schon getan. Und das seht ihr ganz einfach auch in meinem How-To-Video. Und zwar Brioche-Teig ist im Prinzip ein Hefeteig. Ein Hefeteig mit Butter und Milch. Schön geschmeidiger. So, und wir brauchen heute... Also wir machen einfach mal hier 8 Buns, oder? Ja, und dann kommt ja noch, hat sich ja auch noch angekündigt, das wisst ihr ja schon. Und zwar kommt noch die Nicole vorbei, Blumenatelier, und macht natürlich dem Motto entsprechend heute auch wieder ein sensationelles Gesteck zurecht. Und wir lassen uns überraschen. Ich weiß auch noch nicht, was sie da für Produkte mitbringt, aber das wird bestimmt wieder sensationell. Gut, die Buns bringt ihr im Prinzip in gleichmäßige Form. Legt die auf ein Backblech, in dem Fall hier brauche ich kein Backpapier. Auch wieder dem Hersteller geschuldet, ansonsten verwendet ihr bitte ein Backpapier. So Kai, das Weißkraut hätte ich jetzt fertig. Perfekt. So, damit ihr natürlich das Weißkraut ein bisschen geschmeidiger machen, brauchen wir dazu erstmal einen Handschuh. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und ich gebe dir etwas Salz und Zucker. Und mit dem Salz und Zucker werden wir das Ganze ein bisschen marinieren und dann die ganze Sache so schön durchkneten halt. Ja. Ne? Das macht die Sache richtig schön geschmeidig. Natürlich auch beim Rotkraut. Wenn ihr Rotkraut ansetzt, dann immer dieses schöne Durchkneten halt. Ne? So, Salz hast du, Patrick, hast du hier. Ja. Haben wir wieder unser schönes Bergkernsalz. Aus dem Salzburger Land. Dann nimmst du dir einfach hier, ich sage jetzt mal auf die Menge, einen Esslöffel. Der muss jetzt nicht gehäuft sein, sondern ja, genau. So, Rohrzucker darf auch noch was rein, ja. Da nimmst du genau dieselbe Menge. Okay. Jetzt kannst du die ganze Nummer mal so richtig schön zerdrücken halt, ne? Genau. Ja, Patrick, wenn du nicht in deinem Laden stehst, was machst du sonst in deiner Freizeit? Ja, also in meiner Freizeit ist momentan die letzten Zeit natürlich durch den Start und durch die Unternehmenseröffnung und so weiter also etwas kurz geblieben, aber es wird langsam besser. Die
ganze Sache läuft sich alles ein. Meine Mitarbeiter sind immer super drauf. Die managen den Laden, sodass ich mir auch ab und zu mal ein bisschen Freizeit nehmen kann. Ja, was mache ich gerne? Ich grill gerne. Habe mir so ein bisschen meine eigene Barbecue-Küche gebaut. Okay. Indem ich auch, sage ich mal, viel Fleischsachen grill, verschiedene Sachen ausprobiere in der Richtung. Mich um meinen Garten kümmern, einfach die Freizeit genießen und einfach auch einfach mal Abstand haben und einfach mal zur Ruhe kommen. Weil auf der Fläche bei uns ist halt immer Action. Jeden Tag von früh bis abends, egal ob ich früh um 5 mit anfange mit Arbeiten und mir bis um 7 erstmal den Laden richten oder ab danach. Bei uns ist eigentlich jeden Tag von Montag bis Samstag immer Action. Ich habe das ja selber mal mitbekommen. Ich war ja in den letzten, ja, im letzten Monat das ein oder andere Mal bei dir in der Fleischfachabteilung und habe da mal ein bisschen ausgeholfen und habe natürlich gesehen, was da für eine Kundenfrequenz da ist. Und das ist manchmal schon bewundernswert auf jeden Fall, wie ihr das da auf die Reihe kriegt. Also das ist echt der Hammer. Ja, also muss man halt immer wirklich cool bleiben, auch selbst im größten Stress und selbst im größten Getümmel halt. Manchmal die Leute kommen halt wirklich einfach in den Markt rein, weil wir eine gute Nummer sind, ein gutes Feedback mittlerweile schon haben auch, und wir sehr gut angenommen werden. Da muss man trotzdem ruhig bleiben, immer cool bleiben, auch jeden Kunden bedienen, jeden Kunden behandeln, als wäre es der erste Kunde, als wäre es sein einzigster Kunde, und immer dahinter stehen. Und das ist immer so das Wichtigste, und das Leben hier auf der Fläche, ich lebe es vor, meine Mitarbeiter leben es nach. Und somit ist das eigentlich immer alles machbar auch, und dann kriegen wir jeden Tag gemanagt, jeden Tag geregelt. Jetzt in der letzten Corona-Zeit war natürlich sehr heftig für uns auch, aber das sieht man wieder auch, wie wir alle gut zusammengehalten haben, wie wir das alle gemeistert haben. Und auch nochmal danke dafür auf jeden Fall, weil ja, du bist ja auch einer der Unterstützer halt dieses Projektes Rizzo kocht, weil du ja ganz einfach die Lebensmittel halt für die ganzen Kochkurse, Online-Kochgeschichten, die wir hier machen, schon seit jetzt 9 Wochen, 10 Wochen, dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, bitte. Niki hat uns wieder was mitgebracht, ich habe es euch versprochen. Ja. Hallo. Hallihallo. Schau mal her, hallo. Was gibt es denn heute hier? Na, ich habe gehört, heute gibt es Burger von euch. Mhm. Und da habe ich meinen eigenen Burger mitgebracht und mache den einfach in einer floralen Variation. Das Rote sollen so ein bisschen die Tomaten darstellen, das Grüne den Salat und das Gelbe Zucchini oder je nachdem. Zitrone. Ja, Zitrone. Lasst euch überraschen. Ich mache die florale Variante davon und am Ende, denke ich, passt das ganz gut zusammen. Tipptopp. Wir sind gespannt. Freuen uns wieder drauf. Na klar. Sieht auf jeden Fall wieder interessant aus. Ja. Vielen Dank. Das Beste draus. Ja. Bis dann. Bis später. Gut, hier haben wir jetzt schon soweit durchgeknetet. Genau. Jetzt schnappen wir uns noch die Karotte hier. Das sind ja auch ziemlich junge Karotten. Das heißt, da nehmen wir uns einfach mal hier einen Küchenkrepp daher. Küchenkrepp, ne? Hm? Der Roboter schmunzelt schon wieder. Jetzt tun wir hier ganz einfach die Karotte in dem Fall so abschaben. Mhm. Du brauchst auch nicht alles machen, Patrick. Ich denke mal, da reichen 10 Stück. Ja. 10 Stück. Und dann nimmst du dir die daher. Nehmen wir das wieder weg. Schneidest das Ende ab. Halbieren die Länge noch. Und dann würde ich sagen, schneiden wir hier einfach mal Das sieht halt aus wie ein echter Kochprofi hier. Also, da muss ich mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Aber ich gebe mir größte Mühe. Wenn es ein bisschen gröber wird, ist auch nicht das Problem. Okay. Dadurch, dass wir es nochmal durchkneten. Ja. Und Salz und Zucker zieht natürlich auch Wasser in der Hinsicht. Von daher, zum Marinieren unseres Salates oder unserem Gemüse ist es natürlich ein wunderbarer Garvorgang, den wir eigentlich schon einleiten. Das heißt, unser Gemüse wird dadurch weicher und gewinnt natürlich auch oder behält die Farbe. Das werdet ihr dann sehen, dass die Karotte eben halt immer noch so ein wunderbares, schönes Orange hat. So, was sagt denn hier mein Ofen? 10:43, 3 Minuten noch. Dann geht unser Dry-Aged Beef in die Röhre. So, jetzt kümmern wir uns inzwischenzeitlich um unsere Barbecue-Soße. Hier werden wir ganz einfach Knoblauch. Erste Liebe, zweite Liebe. Zweite war es gewesen, ne? Wir sind übrigens heute in Folge 9. Folge 9 und Folge 9, 65 Abonnenten. Also wir brauchen noch 35, ne? Um erstmal die magische 100 da irgendwie zu knacken. Gut, also Barbecue-Soße. Ingwer, Chili, Knoblauch, Orange,
Ahornsirup, Ostersoße, Apfelessig, Schältomaten, Pfeffer, Salz. Fertig. Ab in den Ofen. So, hier das Modell hat ein Funkthermometer und dann nehmen wir uns wirklich das Funkthermometer daher und schieben das genau bis in die Mitte des Fleisches halt, ne? Wenn er ein Fleisch mit Knochen gart, dann könnt ihr das direkt auch auf den Knochen stecken halt, ne? Umso besser. So, schieben wir jetzt hier rein. Klappe zu. So, ihr Lieben, setzen wir jetzt noch die Barbecue-Soße an. Und zwar nehmen wir dazu hier einen Schuss Olivenöl. Dann gleich den Ahornsirup dazu. Den Knoblauch. So, das kommt jetzt hier mit dazu. Ein bisschen Ingwer. Beim Ingwer ganz einfach, nicht mit dem Messer schälen, sondern ganz einfach wirklich hier bloß mit dem Löffel runterkratzen. Wenn ihr Ingwer als Ingwerwasser verwenden solltet, ne? Also einfach nur Wasser aufkochen, den Ingwer bitte nicht schälen, weil natürlich unter der Schale die meisten Vitamine und Inhaltsstoffe sind, die natürlich für unseren Körper sehr wichtig sind, wenn wir gerade eine Erkältung vorbeugen wollen oder wie auch immer und einen Ingwertee trinken, dann am besten nur waschen und nicht schälen. Dann einfach hier in feine Streifen schneiden oder Scheiben schneiden erstmal. Ingwer bringt natürlich eine wunderbare Schärfe mit, auch eine gewisse Fruchtigkeit und hat natürlich eine gewisse Heilkraft dabei. Und wirkt antibakteriell. Das fiel mir vor uns gerade nicht ein. Einen Zuschauer habe ich ja auch mit live dabei heute im Studio. Ein alter Kumpel, der kommt dann bestimmt auch noch mal kurz mit ins Bild. Ein Weggefährte aus Kindergartenzeiten, Sandkasten, Dresdner Heide, Williberge, Balaton, meine Oma, also komplett, der hat mich mein ganzes Leben mit begleitet. Und das ist Henning. Henning kommt dann auch mit ins Bild. Die Soße, die du machst, macht man die am besten mal am gleichen Tag oder kann man die auch einen Tag eher machen, durchziehen lassen? Richtig, was ist denn so? Am besten gleich auf Vorrat machen, da macht man sich gleich ein bisschen mehr. Ja. Und dann füllt man die ganze Nummer so ein bisschen in Gläser, ne, in so eine Schnappdeckelgläser. Ja. Und dann hat man immer ein bisschen Barbecue-Soße da. Also die muss man jetzt nicht live an dem Tag machen. Ne. Gut und gerne wirklich eine Woche vorher. Oder man macht sich einen Tag mal die Barbecue-Soße und dann hat man direkt für die ganze Grillsaison. Gut, weiß nicht, wie lange geht deine Grillsaison? Ach ne, ja. Eigentlich Jahr, Silvester. Oder? Silvester, okay. Ist immer so Deadline. Okay. Abgrillen und angrillen. Alles in einem. Also es gibt kein schlechtes Wetter. Nein. Zum Grillen. Nein. Herrlich. Also wir karamellisieren jetzt hier schön unseren Knoblauch, unseren Chili und den Ingwer. Ja, das schäumt jetzt so richtig schön auf. Und dann geben wir hier die geschälten Tomaten dazu. Mhm. Da gibt es ja natürlich auch Rezepte noch und nöcher. Ne? Mit Cola, ja, auch mit schon Orangensaft. Gehört. Also dort gibt es wirklich, der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ne? Mit Bananen weiß der Teufel halt nicht. Also wirklich... Und da hilft es am besten eigentlich immer nur ausprobieren und selber seinen eigenen Geschmack, logisch, wie überall zu finden. Ne? Mein Salat hätte ich jetzt soweit.
Genau, wir haben fertig. Alles geschnitten, perfekt. Jetzt machen wir uns die Marinade dafür fertig. Ich gebe noch flugs hier die Tomaten dazu. Dann kann das nämlich hier so schön vor sich hin köcheln. So. Gehen wir die Temperatur ein bisschen runter und dann lassen wir das hier einfach vor sich hin schnurcheln. Und wir widmen uns jetzt unserer Marinade. Und zwar stellen wir uns das hier so beiseite. Mhm. Genau. Dazu haben wir hier die Mayonnaise. Und ich war erstaunt heute bei dir im Markt. Der erste Markt, wo ich gesehen habe, dass es eine Dr. Dürr-Mayonnaise gibt und eine Esina-Mayonnaise. Ja. Wieder ganz wichtig bei uns Regionalität. Also wir fördern natürlich die Regionalität, regionale, lokale Lieferanten. Das ist bei uns eigentlich so das Hauptgeschäft, wo ich immer wieder auf Reise bin, immer wieder schaue, links und rechts, immer wieder, was gibt es für neue Produkte. Auch immer froh bin, wenn ein Händler zu mir kommt oder ein Produzent und sagt, hey, ich habe da was, willst du das nicht in deinen Laden stellen? Und dann so kommt das Gespräch immer auf und dann schaut man natürlich immer, wie es machbar ist. Nicht jedes Produkt kann man sofort reinstellen, da gibt es noch ein paar Sachen immer, die man vorbereiten muss, aber wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel. Und ja. Also da bin jedes Mal überwältigt halt von der Vielfalt, die wirklich bei dir auch da im Laden halt da ist. Also wenn wir unsere Speisenprogramme halt aufstellen oder was wir kochen an dem Tag, bedarf es natürlich auch ein gewisser Produktvielfalt und die findet man definitiv beim Patrick im Laden. Also das ist traumhaft. Schön. Schön zu hören. Gut, so, also wir geben Mayonnaise. Jetzt hier die Mayonnaise rein, dann machen wir uns ein bisschen Abrieb von der Zitrone, das machen wir mit einer Reibe. Du musst hier die halbe Zitrone, nur das Gelbe halt reinreiben. Ne? Okay. Dann brauchen wir wieder Pfeffer und Salz dazu. Sieht aus wie eine Baumarktpfeile hier. Das ist eine Reibe, eine Microplane, ein amerikanisches Modell, wo halt wirklich so feine Sachen, so Abrieb, Knoblauch, Ingwer, selbst Parmesan, also ein Hartkäse, definitiv kannst du wunderbar über diese Reibe ziehen. Okay. Und es ist immer scharf, höllisch scharf. Okay. Gibt's beim guten Messerhändler. Gibt es sowas? Okay, ja, das wollte ich gerade fragen. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, Breite, grob, also wie grob, wie fein ist die Reibe. Genau, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen den Saft der Zitrone. Und da, du weißt, wie es geht? Ja, auspressen. Vorher nochmal rollen. Das ist wie bei der Limette, wenn wir einen Cuba Libre machen zum Beispiel. Mhm. Ne? Um ganz einfach aus diesen kleinen Segmenten der Zitrone, aus dem Fruchtfleisch, dort den Saft optimal rauszubekommen. Okay. Jetzt ist die Frage, nimmst du eine Zitronenpresse, machst du es so aus der Hand? Ich mache es eigentlich immer aus der Hand gleich. Gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Und zwar nimmst du die Schneide, natürlich immer von der Handfläche weg. Ne? Schneide zeigt hier nach rechts. Und jetzt lässt sich hier schön den Saft an der Klinge runterlaufen. Sieht cool aus. Ne? Mhm. Und wenn die Zitrone Kerne haben sollte, bleiben die trotzdem in der Zitrone halt drin. Wow. Ja, wow. Wieder was gelernt. Reicht eine ja. Da reicht erstmal die Hälfte vom Saft. Dann geben wir noch einen Schuss Olivenöl mit dazu. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Salz nimmst du wieder hier haben wir mit schon einem Löffel. Ich sage jetzt mal, wieder so ein Esslöffel halt, ne? Genau. Okay. Passt. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen was von dem Ahornsirup dazu, als Zuckervariante. Hm. Pfeffer hast du hier drüben, das schwarze Gold. Wie viel kommt da rein? Na, da kannst du ruhig mal so eine Schaufel da reinmachen, genau. Genau. Schwarzes Gold, eine Pfeffermischung, Kubebenpfeffer, Telicherry-Pfeffer und bengalischer Langschwanzpfeffer. Sensationell, individuell einsetzbar, ein richtiger Allrounder in der Küche. Also selber gemischt. Gibt es tatsächlich so als Mischung zu kaufen und natürlich auch bei dem Lieferanten, wo ich schon eigentlich jetzt die ganzen Jahre so meine Gewürze halt beziehe. Okay, jetzt einfach zusammenrühren. Genau, dann nimmst du den Schnellbesen daher, rührst das mal schön zusammen, dann probieren wir natürlich die ganze Nummer und dann kommt das unter den Salat und dann tun wir die ganze Sache richtig schön vermengen. So, hier habe ich natürlich auch noch kein Salz dran.
So, jetzt müssen wir natürlich probieren. Ja. Na, wie machen wir das? Ach, Löffel, würde ich sagen. Genau. Oh ja. Ich würde sagen, wir ziehen es erstmal unter den Salat. Ja. Tun das nochmal richtig schön vermengen miteinander. Vorher tun wir den nochmal richtig schön zerdrücken. Und dann ziehen wir die Marinade drunter. Also erst nochmal richtig schön zerdrücken. Okay. Dann die Marinade drunter. Und dann denke ich mal vom Geschmack her. Also ich bin begeistert. Bombe. Genau, wir machen jetzt hier den Coleslaw noch zu Ende. Dann werden wir hier die Buns noch backen. Und dann, Patrick, können wir eigentlich erstmal noch einen kleinen Kaffee trinken. Das klingt gut. Ja? Ja. Können wir so machen. Klingt das nach einem Plan? Klingt nach einem super Plan. Gut, also gebe ich dir noch einen Löffel. Ziehen wir hier die Marinade hier drunter. Richtig schön reindrücken. Als Tipp für zu Hause, ne? Im schlimmsten Fall würde jetzt dein Telefon klingeln. Ja. Oder es klingelt jemand an der Tür und du, was tue ich jetzt? Versucht euch bloß, wenn dann ein Handschuh anzuziehen, also mit einer Hand zu arbeiten. Eine Hand hält die Schüssel fest und die andere arbeitet. Und somit habt ihr immer eine Hand frei. Nur so als Tipp. Aber das sieht schon... Das sieht schon mega lecker aus. Also sehr geil aus. Den lassen wir dann mal schön ein bisschen durchziehen. Zu unserer Barbecue-Soße. Natürlich geben wir hier noch ein bisschen Lorbeer dazu. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Bei deiner Marinade? Ach, das gute ostdeutsche Produkt natürlich. Darf nirgendwo fehlen. Der Senf Number One. Der gute Bautzner. Knöschi. So, ein kleiner Spritzer Senf. Sagst du Stopp, Büngi? Nö. Läuft die Kamera noch, oder? Stopp. Ja. So, geben wir noch einen Apfelessig dazu. Also beim Salat habe ich nun mein Bestes gegeben, wie auch täglich bei uns auf Arbeit. Ich denke... Ich hoffe, es wird schmecken. Das sieht definitiv sensationell aus. Den lassen wir jetzt ziehen, lassen einfach bei der Seite stehen. Handschuh kannst du ausziehen. Und dann gebe ich dir hier die Buns hier rüber. Die werden wir jetzt noch mit Ei bepinseln und dem Sesam. Ja. Und dann gehen die eigentlich schon in den Ofen. So, das ist ja wie zu Hause, ne? Wenn die Mutti dann sagt... Wenn du kochst, also bei mir ist es zumindest auch manchmal so, also ich tue noch jedem kochen, also nicht nach jedem. Schatz, sorry, aber beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder. Die Küche wäscht hinterher. Also immer Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz lege ich euch zu Hause natürlich auch immer ans Herz, damit ihr nicht im Chaos versinkt. Okay. Na? Ja, nee, ist völlig richtig. Hygiene ist natürlich immer ganz, ganz wichtig und... So, wir brauchen hier, Patrick, ein Ei drin. Das heißt, Ei aufschlagen. Hier rein. Komplett, ja. Komplett. Der Pinsel. Schön mal verquirlen die ganze Nummer. Und dann tust du es schön bepinseln. Musst aber auch schön am Rand lang gehen. Ne? Also Splash kann auch was drauf gehen, passiert nichts. Da passiert nichts. Ist nicht schlimm. Genau. Dann gebe ich dir hier noch den Sesam mit dazu. Auch regional. Also natürlich kann man sich ganz einfach machen und bei uns einfach ins Regal greifen und die Buns für die schnelle Nummer kaufen. Qualität steht bei uns natürlich auch an oberster Stelle, aber ich sag mal so, über die Buns wird wohl dann nichts drüber kommen. Das werden wir dann sehen. Ne? Also handgemacht ist natürlich immer noch was anderes, keine Frage. Aber wie oft sage ich natürlich auch immer dazu, ich kann immer nur das auf meinem Teller erwarten,
wo ich ganz einfach weiß, was ich für ein Produkt verwendet habe. Ne? Also gutes Produkt gewählt, gutes Produkt auf dem Teller. Schlechtes Produkt gewählt, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich dort ein super, mega geniales Stück Fleisch oder was auch immer auf dem Teller bekomme. Genau. Gut. Jetzt kosten wir hier nochmal unseren Barbecue-Soßen-Ansatz. Oh ja, der hat schön Feuer. Jo, zur Deko unseres Burgers habe ich mir gedacht, ich habe mir noch ein paar Gewürzgurken angesetzt. Rezept, wie die Schüttelgurken, wie die Schnellgurken bei mir. Halt nur hier in der Hinsicht die Einlegegurken dafür genommen. Aber ansonsten die Rezeptur ist dieselbe. Auf rizzo-kocht.de. Sehr gut, schön. Meine Buns sind fertig. Jawohl, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Sesam oben drüber. Ja. Kann man da auch was anderes verwenden außer Sesam? Hast du noch eine andere Möglichkeit? Ja, du kannst Pinienkerne, du kannst Kürbiskerne, du kannst Walnüsse nehmen. Mhm. Also was immer du möchtest. Natürlich ist es wichtig, du musst halt ein bisschen bedenken, wir backen die bei 220 Grad. Es könnte natürlich auch sein, dass die dann verbrennen. Ja. Ja, deswegen okay. Kann man dann immer noch mal vielleicht mit dem Ei drüber pinseln und muss natürlich die Buns, die backen so bei 15 oder 220 Grad, 15 bis 18 Minuten. Hm. Natürlich zwischendurch mal reinschauen halten, ne, dass ja. es nicht ganz zu dunkel wird. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, ab in den Ofen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Also, okay. Patrick? Es geht weiter. Du kannst jetzt hier ungefähr, ich sag mal so, die Menge an Orangenschale noch mit abreiben. Ja. Wieder nur die Schale halt, nicht das Weiße. Und dann geben wir das hier zu unserer Barbecue-Soße dazu. Das gibt nochmal so einen richtig schönen frischen Kick. Und dann musst du natürlich auch probieren, ganz klar, bevor wir die halt dann auch passieren. So, du meinst einfach bloß jetzt hier rein? Direkt genau. In die Soße. Jawohl. So, in der Zwischenzeit werde ich mal hier unsere Grillplatte schon vorheizen für das Fleisch. Genau, rührst du es nochmal durch. Dort hast du einen Löffel, habe ich dir schon hingelegt. Dann tust du es nochmal probieren, bitte. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht dran habe, wir brauchen ja noch ein bisschen. Oh ja, Rauchsalz. Jawohl, ein bisschen Rauch halt noch mit dazu. Da mit rein. Also die Barbecue-Soße, die kann ruhig so eine halbe, dreiviertel Stunde vor sich hin köcheln. Okay. Je länger, umso besser. Ne? Im Prinzip muss ja das ganze Wasser raus. Von der Flüssigkeitskonsistenz her, so wie es da drin ist, halt richtig schön dickflüssig. Mhm. Ne? Und ich denke, das passt so. Oder? Falltreffer. Ich denke mir. Die Würze ist cool. Die Säure durch die Orange ist da. Ja. Rauchig. Rauchig kann es noch ein bisschen, kann's noch ein bisschen mehr, ne? Hm? So. Genau, dann passieren wir die ganze Sache durch ein Sieb durch. So, wir nehmen uns das Fleisch schon mal hier raus, heizen uns jetzt erstmal unsere Grillplatte schön auf und dann tun wir es ganz einfach da nochmal rundherum anbrutzeln. Aber ich denke, das kann man sicherlich auch draußen auf seinem Grill machen, oder was? Definitiv. Ist deine Empfehlung? Also du kannst es im Prinzip jetzt auch auf dem Grill zu Hause machen oder wenn man einen Beaver hat, natürlich auch gerne in den Beaver rein. Da muss ich es aber auch noch nicht mal vorgaren, das heißt direkt meine Steaks runterschneiden und dann, sag mal so jetzt hier die Stärke und dann ab in den Beaver, Minute links, Minute rechts. Ganz wichtig ist allerdings wirklich, dass es vorher schon mindestens eine Stunde oder anderthalb Stunden auf Zimmertemperatur vortemperiert, ne? Dass es nicht diesen extremen Temperaturunterschied halt bekommt, weil dann zieht sich natürlich das Muskelgewebe wieder zusammen und dann wird natürlich auch das Fleisch halt sehr, sehr schnell derb, trotz alledem. Ne?
Jetzt kann man natürlich dort auch noch sag mal, ein bisschen Schwarzbier zugeben oder Cola, dann verändert sich natürlich auch die Farbe noch etwas mehr. Ja. Ah, die Orange, ich liebe sie. So, lass mal ein bisschen köcheln. Hier haben wir noch die Kelle damit rein. Ab und zu rühren. So, und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns Fleisch. Kümmern wir uns Fleisch, genau. So, Temperatur sollte da sein. Jetzt kann man natürlich hier entweder mit einem Olivenöl arbeiten oder mit einem Sonnenblumenöl. Ich würde eher jetzt ein Sonnenblumenöl bevorzugen, weil es natürlich geschmacksneutral ist. Ja, ne? Okay. Sonnenblumenöl hat hier einen hohen Rauchpunkt. Das heißt, mit einem Stück Butter solltet ihr jetzt nicht unbedingt gerade das Fleisch anbraten, weil dort natürlich ein höherer Wasseranteil drin ist oder die Molke drin ist und die verbrennt. Und somit kriegt ihr natürlich auch keine großen Röster rum, sondern habt eigentlich nur eine verbrannte Butter um euer Fleisch drumherum. Okay. So. So, hier hast du Pinzette, wenn du magst. Na, also hier Pinzette und dann drauf. Also gleich im Ganzen alle vier Seiten oder wie? Genau. Ganz wichtig, versuchen halt nicht zu drücken. Na? Also schon Fehler gemacht. Na, du hast jetzt noch nie extrem gedrückt. Okay. Ich habe dich ja auch noch darauf hingewiesen. Also durch das Drücken drücken wir natürlich auch den Fleischsaft wieder aus dem Fleisch raus. Wirklich in Ruhe das Fleisch drauflegen. Viele haben dann auch die Ängste, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Pfanne daher nehmen. Ja, das hängt aber in meiner Pfanne an. Entweder habe ich eine falsche Pfanne gewählt. Ne? Mhm. Also hier kann ich eine Edelstahlpfanne nehmen oder eine beschichtete Pfanne. Ja. Aber die darf auch nicht unbedingt Volllast laufen halt. Ne? Okay. Weil dadurch unsere Beschichtung halt auch drunter leidet. Mhm. Das Fleisch löst sich ganz allein von unserem Bratgeschirr halt ab. Mhm. Ja? Ich muss halt nur Geduld haben. Hier ist es in dem Fall auch jetzt noch nicht gewürzt. Das Einzige, was wir dann noch machen, eine kleine Prise Zucker halt mit dazu, weil Zucker karamellisiert und hebt natürlich auch den Eigengeschmack unseres Fleisches. Ja. Also ein bisschen Zucker halt mit dazu. Beim Dry-Aged-Fleisch ist es natürlich auch so, dass es diverse Nussaromen halt auch bildet, ne, durch diese Trockenreifung, durch diesen Reifeprozess. Ja. Also es hat auf jeden Fall auch so einen leicht nussigen Geschmack und ich finde das sensationell. Mhm. Gut, dann würde ich, wenn du dich ums Fleisch kümmerst hier, bloß die Deko für unseren Burger halt fertig machen. Ja, Soße kocht noch. Die Soße lassen wir ein bisschen köcheln. Gut, ich hatte gesagt Tomate, dann hier noch meine Gewürzgurke dazu. Ja, also man sieht bei einer Dwaitsch ganz klar, weil viele denken immer nach den 4 Wochen ist es dann eine raue Schuhsohle. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Auch man sieht so wieder ganz zartes Stück Fleisch. Absolut. Ansonsten ist es ja noch nicht gewürzt, also wir haben ja jetzt kein Salz und keinen Pfeffer dran. Das machen wir hier auf dem Gitterrost erst. Wir lassen es ja ein bisschen ruhen halt noch nach dem Braten, dass im Prinzip das Fleisch sich wieder schön entspannen kann. Und würzen es dann ganz einfach nur mit Salz und Pfeffer. Ja. Ja? Ja. Salz aus der Mühle, Pfeffer aus der Mühle. Pfeffer würde ich dir empfehlen. Wir nehmen mal hier das schwarze Gold dazu, da kannst du das nämlich auch mal probieren. Ja. Und zwar von der Menge her. Ja, lässt einfach drüber rieseln, von allen Seiten. Das kann ruhig schön mit Pfeffer, also nie übertüncht werden, sondern dass es eine angenehme Schärfe uns bringt. So, gut, hier machen wir mal aus jetzt. Das passt. Also beim Salz, keine Angst vorm Salz. Ne? Das heißt hier ruhig schön Streuwinkel, schön von weit oben. Okay. Hast du schon alle Seiten? Nein, ja, hatte ich schon. Aber mach nochmal deine Variante drüber. So. Okay. So, und hier sieht man auch auf dem Blech, ne, dass ganz wenig Flüssigkeit auf dem Blech drauf ist. Das bedeutet natürlich, der Fleischsaft ist immer noch im Fleisch drin. Ne, dort, wo es hingehört. Gut, ich denke, Salz passt, oder? Die Brötchen sind fertig, oder? Hey, sag mal, du bist ja richtig ein heißer Typ. Du kannst ja das Blech ohne Handschuhe anfassen, oder? Katastrophe. Aber wie sagt man so schön, Henning? Wer nicht heiß anfassen kann, kann nicht heiß lieben. Ne? Also hier, Bürgerbahns, Henning, ich danke dir. Mein Guter, du bist auch irgendwann nochmal Mode, ne? Eine gesunde Gesichtsfarbe hast du. Also wir haben uns hier jetzt schön vorbereitet. Jetzt werden wir natürlich noch ein paar Brötchen aufschneiden.
Und ich zeige dir quasi einen Burger und die anderen zwei machst du, oder? Denke ich. Dann setzen wir die hier schön in der Mitte zusammen auf. Ich hoffe, man sieht keinen Unterschied. Genau, perfekt. Ein Schluck von der Barbecue-Soße so drüber. Mhm. Trotz alledem. Jetzt tun wir mal uns hier das Fleisch anschneiden. Wir haben jetzt hier den Anschnitt auf jeden Fall als erstes. Oh ja. Also man sieht auch wieder ganz klar, komplette Saft drin geblieben im Fleisch. Richtig. Mega zart. Also. Das ist der Hammer, das wird richtig der Burner. Wir schneiden das mal hier so in schöne, dünne Tranchen. Ja. Eigentlich ist es schon eine Sünde, hier zu dem Fleisch eine Barbecue-Soße zu essen halt, ne? Ja. Und würde halt jetzt hier einfach da so eine Tranche drauflegen. Hm. Als Deko einfach bloß mit daneben legen. Genau. Okay. Denke ich, macht Sinn. Gewürzt ist ja alles jetzt fertig. Also wirklich dann bloß noch Deckel drauf und... Richtig. Setzen wir hier so an. Dann hier so. Jetzt nehmen wir uns die Deckel, die kannst du ja schon so ansetzen drauf, ne? Ja. Patrick, unser Burger? Ich denke. Was sagst du? Also optisch erstmal. Eigentlich sprachlos. Also sprachlos. Ganz einfache Sache. Sind halt immer so ein paar Kniffe, ein paar Tricks, die halt so ein Koch einfach drauf hat. Die muss ich einfach mal mit angucken. Aber wenn ich das ansehe, ich denke mal, da kann ich einladen, wem ich mag, auf meiner Grillparty, Gartenfeier. Die wollen alle nur noch Burger haben. Coole Sache. Also man kann die natürlich auch in kleinen Varianten machen, so wie wir es hier haben. Dass es wirklich so ein kleiner Mittagssnack in der Hinsicht ist. Oder man macht halt noch ein paar andere Geschichten halt dazu. Unsere Burger-Variante mit Patrick hat mich riesig gefreut. Spitzenmäßig. Jetzt kommt natürlich noch die passende Blumendeko dazu. Geschafft. Hammer. Wow. Ich habe die kleine Variante gemacht, ich habe die große Variante gemacht. Ihr habt was für den Bauch, ich fürs Auge. Spitze. Traumhaft. Ich denke, das hat was Schickes auf dem Tisch. Sieht genial aus. Niki, Blumenatelier Freiberg, Patrick, Edeka-Markt in Wilsdruf und Rizzo Kocht sagen Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, macht's gut. Ciao. Ciao.